So, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge von Bloons Tower Defense 5 etwas Blaues. Türme in Blau, Bloons in Blau und eine Strecke, die fast ganz in Blau getaucht ist. Krone 20 bis 40, 60 mit 5000 Startkapital. Ja, sollte nicht so schwierig sein. Sollte wirklich nicht schwierig sein. Haben wir einen Freibeuterhafen? Ja, und ich nicht. Schade. Eigentlich total easy, oder? Das ist jetzt nicht, wo das Problem wäre. Problem ist, ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst setzen soll. Oh man. Affendorf gibt es ja auch nicht, oder? Nee. Das ist die, glaube ich, die hinsetze. Machen wir die auch schön in Blau. Okay. Können wir es nicht machen in Blau. So, dann gucken wir mal. Zack, 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 zack. Arktischer Wind ist jetzt nicht so schlecht. Ja, wahrscheinlich habt ihr das gleich verkackt, die erste Runde. Gott, so bad, so bad. Warte, lass das mal ganz kurz so schießen. Nein, nicht home. Restarten bitte. Oh Gott, wie peinlich ist das denn? Der Sound hat sich resettet. Peinlich war das denn? Ich würde gerne mal ernsthaft ein paar mehr Boomerange hinsetzen. So schlecht sind die, glaube ich, gar nicht. Achso, wir haben sogar Ninja-Affen, siehst du? Wäre auch nicht schlecht. Also probieren wir es noch so ein bisschen mit den Boomerang-Werfern. So, hier packen wir noch zwei Nagelfabriken hin. Und glühend heiß sind, glaube ich, für die, genau. Eisballons. Kann ich mal hier machen? Okay, kann man für alle sogar machen. Sehr schön. Auf geht's! Ja, ich spiele gerade so ein bisschen rum. Aber es ist keiner durchgekommen. Kein einziger. Geliefen werfen wir wahrscheinlich bei jedem gleich mal. Ich sollte aufhören rumzuspielen. Spielen wir mal nicht hier rum. Es wird ernst gemacht hier. Gut, dass wir Ninja-Affen haben, ansonsten hätte ja keiner Dings gesehen, die Tarnbloons. Aber ich glaube, wenn die alle biomische Boomerange haben, dann gehen die auch ziemlich gut ab, aber müssen halt erstmal dahin kommen, ne? Und bis dahin dauert es noch ein bisschen. Hm, ja, wäre auch nicht schlecht, Doppelschuss. Ja, da muss auf jeden Fall einfach was platzen lassen. Der hier wird den ersten arktischen Wind nehmen und der wird die Eisbrocken nehmen, der obere, der hier. Damit die schon mal verlangsamt werden und dann wird sie eingefroren und geplatzt und alle wunderbar hintereinander und gekillt, alles. Ihr wisst. Eisbrocken. Ekelhafte Herzbloons. So eklig. Okay, kann ich bitte aufhören rumzuspielen? Verdammt! Ja, 100 Leben verloren, ist ja kein Problem, oder? Kriegen wir noch hin. Wird ja wohl kein Thema sein hier. Da müssen echt mal alle aufgerüstet werden hier, sind total schwach alle noch. Biomischer Bumerang auf jeden Fall noch. Doppelt so schnelles Bumerang werfen ist schon ziemlich geil. Oder wir nehmen den Glyphen. April, der ist auch nicht schlecht.
Das ist wirklich nicht schlecht, der Glyphenabprall. Können wir vielleicht auch mal größere Haufen produzieren. Kann ja nicht schaden. Ja, wäre schon nicht schlecht, so ein Glyphenabprall. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Machen wir 50-50 vielleicht? Ihr seht schon, wie viel Geld wir hier kriegen im Gegensatz zu der Mission beim letzten Mal. Hier ist ja wirklich ein wahrer Geldsegen, ist das hier. Boomerang-Werfer hat Glyphenführer. Oh, das ist natürlich sehr nice. Da werden wir hier auf jeden Fall die Glyphen nehmen. Bei dem werde ich... Mache ich das bei dem auch noch, je nachdem, was es für eine Range hat. Ich glaube, ich mache bei dem hier auch noch Glyphen ab und bei denen hier biomische Boomerange. New. Das zerstört er viele. Glyphenführer. Das habe ich auch ewig oder noch nie gemacht, glaube ich, diesen Glyphenführer. Also einmal getestet gehabt. Aber dann halt nicht mehr. Schade. Bestimmt eine mega coole Fähigkeit. Ja, arktischer Wind auf jeden Fall. Was die mein Blunitius Skill haben. Und damit ja auch wirklich gar keiner mehr durchkommen. Ja, 100 Leben zu verlieren ist schon ziemlich fies. Aber so ist das halt. So, dann hier auf jeden Fall noch den biomischen Bumerang. Nein. Drei Moabs, wird mich verarschen. Easy, hallo. Kein Problem. Bis 165 war, glaube ich, gewinnen. 20 bis 65. Ah, die Boomerange, die Boomerangwerfer sind schon ziemlich cool. Das muss man gleich noch gucken, was der Glyphenführer macht. Das, der, die Fähigkeit hier unten ist so irgendwie Turboladung, hieß das, glaube ich. Das ist nicht so optimal oder finde ich halt nicht so toll. Irgendwie schießt wesentlich schneller für ein paar Sekunden als Fähigkeit und ich bin nicht so der Fähigkeitenmensch. So, da mal Glyphenführer. Bitte. Wow. Wow, so viele Moabs. Nicht Bloons, sondern Moabs. Aber die sollten auch getötet werden. Ja. Ein Superaffe wäre nicht schlecht. Ach, ein Superaffe ist uncool. Den haben wir schon so oft. Wir werden mal noch ein paar Scharfschützen mitnehmen. Wir haben die zwar auch sehr oft, aber ich finde Scharfschützen wenigstens cool. Superaffe, ich weiß nicht. Ist nicht mehr so mein Ding. Das ist zwar ziemlich stark, aber... Naja, andere Tower sind auch sehr gut. Ja, der haut schon, ich weiß nicht, wie viel er platzen lässt halt, das ist das Problem. Man sieht schon, er haut wirklich hier Turboladung. Haut schon wirklich gut rein, wirklich. Seht ihr ja hier, gleich an Popcorns, die er dazu bekommt. Alle, die ja vorbeilaufen, kriegen halt den Schaden ab. Schon ziemlich cool. So, da kriegt ja auch noch ein 0,50. So, arktisch schimpft immer ganz nice, man. Platsch. Nein, da bin ich so ein bisschen an. Achso, der Shuriken greift ja auch an, wollte schon sagen. Da bin ich so ein bisschen an den Ninja. Aber ich glaube, die Glyphen sind das auch, die ja weiter abprallen. Oh, da kommen die Mobs wieder. Massen Mobs. Wir haben, glaube ich, sowas von verloren. Ja, wobei. Ach, easy, hallo. Ist doch kein Problem. Arktischer Wind nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Jetzt werden sowieso alle geslowt, die da in die Nähe kommen. Und kriegen halt recht noch jetzt richtig eins auf die Fresse. So, machen wir auf jeden Fall noch schnellere Produktion bei beiden. Und dann auf jeden Fall noch die Moab-Schredder. Ja, so, vielleicht kommen die jetzt nicht mehr durch, ne? Durch den arktischen Wind. Und wenn sie jetzt vorbeikommen und dann halt alle auf den Eisbrocken Eistower treffen, werden alle auseinandergenommen. Easy. Ja, viraler Frost wäre jetzt noch ganz cool. Halt, alle, die mit den gefrorenen Bloons in Kontakt kommen, werden halt auch noch gefroren. Oh, da kommen Mobs. Ah, vielleicht soll ich doch den Superaffen hinsetzen. Er ist zwar alt, aber stark. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Weil es sind sehr viele Mobs gerade. Ich glaube nicht, dass ich die gerade hinbekomme. Ach, easy, hallo. Was denn, schätze ich mich denn so? Ich glaube nicht, dass ich das ohne den Superaffen hinbekommen hätte. Ich weiß nicht. Hier werden sie auch nochmal alle gefroren. Das Problem ist halt, dass die Mobs vorbeigekommen sind, weil sie nicht gefroren werden. Wenn die Bloons dann, die Mobs, die Dings natürlich dann raus sind, dann ist es natürlich noch einfacher. Deswegen werde ich den Superaffen nochmal am stärksten stellen, weil die Bloons ruhig da runterkommen können. Das ist kein Problem. Die können alle hier lang kommen. Das ist überhaupt kein Ding. So, zack, zack. Mob, Schredder und zack, zack und Nagelbälle. Überhaupt kein Thema. So cool.
So cool. So, der Monk hat auf jeden Fall gleich noch Glyphenführer bekommen. Wie viel hat der schon zerstört? Also 3000 mehr zerstört, ist doch super. Und dafür, dass sie fast exakt dieselbe Zeit hatten mit dem kaputt machen, ist das schon super. So, 8030, da haben wir sie. Doppelte Glyphenführer. Ja, da kann natürlich auch nichts machen wegen... Ach komm, machen wir den jetzt auch hier rauf. Scheiß drauf. So, viraler Frost wäre jetzt auch ganz schick. Wie die Leute so geslowt werden. Das ist so krass. Das zählt nur leider für die Zeppelin. Das ist wirklich schade. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott, sind das viele. Oh mein Gott, sind das viele. Solange die Zeppeline sterben, ist alles in Ordnung, die Moabs. Oh mein Gott, waren das viele. Was kann man denn gegen die Dings am besten machen? Wir haben keinen Bombentower. Können gegen die gar nichts machen, gegen die Moabs. Wenigstens noch ein paar mehr Scharfschützen. Wir können die auch aufrüsten auf Deadly Precision. Dass die vielleicht noch schneller die Dings kaputt machen, die Moabs. Ja, oh, jetzt seht ihr schon, die kamen hier auf relativ nahem Intervall hier. So recht alt, da sind das viele. Da kann ich schon wieder so ein bisschen bedenken, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ein ziemlich großes Bedenken. Aber... Viraler Frost. Nee, viraler Frost. Jetzt ist viraler Frost. Die Eistower regeln. Ist gefährlich. Ist wirklich sehr gefährlich, finde ich. Also, sie sind nicht so schwach, die Gegner hier. Einmal schon. Okay, 2000 nur geplatzt. Ist jetzt nicht so viel, aber der hat ja schon... Okay, 5800 ist auch nicht so viel. Machen wir mal absolut null. Geben wir uns das einfach mal und dann werden sie schon alle eingefroren. Falls mal wirklich viele einzelne Bloons noch durchkommen sollten, können wir die dann durchaus noch einfrieren. So ein Karawan aus Moabs. Auch nicht schlecht, das können wir einen Roboaffen machen. Doppelter Damage. Schön, immer auf die Moabs, sehr schön. Freut mich sehr. Einer sollte Moab Krüppel auch noch bekommen, falls er gleich ein BFB kommen wird. Und der wird kommen. Aber wir können sogar beide auf Moab Krüppel, wenn wir zu viel Geld haben. Wir könnten aber durchaus hier hinten noch Nagelbälle, wobei wir können hier unten noch mehr hinsetzen. Aber wir werden sie hinten mal ein bisschen schwächen, würde ich sagen. Schön mit den Moab Nägel Dingern da. Ja, so ist das, wenn... Schon vorbei? Ernsthaft? Die letzte Mission war normaler Moab. Wollt ihr mich rollen? Oh mein Gott! Was ist das denn? Jetzt habe ich gerade gefreut. Nagelfabrik, ne? Komm, jetzt haben wir das easy going. Und dann sowas. Ah. Nun 56... Wow. Das ist wow. Aber gut, wir machen auf jeden Fall erstmal eine Pause, sehen uns in der nächsten Folge wieder von Bloons Tower Defense 5. Mal gucken, bald kommen wieder, ich glaube, es kam auch schon wieder Koops, also ihr seht halt nicht immer nur die zufällige Mission. Wir können beim nächsten Mal vielleicht sogar mal eine normale Mission wieder machen, so zwischendurch. Schauen wir auf jeden Fall mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe sogar einmal oder zweimal sogar schon Challenges bekommen, dass ich was machen soll. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen, aber aktuell... Wenn ich, also ich warte hier nach Lust und Laune, deswegen kann es mal sein, dass ich mal das mache, mal das mache, mal das mache. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Bloons Tower Defense 5. Bis dann, bye bye.